Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch in dem Ruheturm der Pokémon. Wow, lass mich in Ruhe. Du willst gegen mich kämpfen? Hallo? Ich meine Schuld. Lass mich auch in Ruhe lassen. Hey, die ist ja noch... Hä? Warum? Warum werden die Pokémon hier immer schwächer? Bis? Das macht keinen Sinn. Mann. Aber es ist schönes Training fürs Medpo. Natürlich stärkere Pokémon werden noch besseres Training fürs Medpo. Deswegen, Roswitha. Was? Wer? Wo? Ja, irgendwo. Irgendwer. Irgendwas. So, hier hinten, da hinten ist die Treppe, okay. Ja, Superball, okay. Nimmt man auch gerne mal mit. Ein Aufwecker, ja gut, das ist jetzt nicht so der Shit. Hier oben ist nichts mehr. Warum ist denn hier oben gar nichts mehr? Ah, ich dachte, war zumindest ein Trainer oder so. Kann man, was ich mich immer gefragt habe, Leute, kann man diese Pokémon hier... Kann ich jetzt eigentlich... Achso, okay. Kann man diese Pokémon hier eigentlich mit Gesichte oder so irgendwie... Ja... Ein Geist, nein, huah! Identifizieren, also erkennen, was das denn für ein Pokémon ist und dafür das Silphsko und nicht benutzen. So. Weil, also... Weiß ich nicht. Geht das? Mit irgendeiner Attacke oder so? Kann man das machen? Das wäre voll cool. So. Also... Ja, gut, das ist... Ja, den Hauptgeist hier, sag ich jetzt mal, wäre ein bisschen doof, wenn das gehen würde. Wohin ist der Geist gegangen? Weg. Aber jetzt zum Beispiel hier so diese Zwischendurch-Pokémon, die hier auftauchen. Die könnte man doch irgendwie... Könnte man doch sagen, yo, die will ich irgendwie... Ja, identifizieren können. So. Er ist nicht identifizierbar. Hm. Dann halt nicht. Es gibt keinen Kommen. Die sind irgendwie echt alle ein bisschen drauf, habe ich das Gefühl. Ja, doch, so ein bisschen. So, Leute, ich kann euch sagen, was das nächste Teammitglied übrigens sein würde. Wenn wir schon die Pokémon hier identifizieren könnten. Und zwar will ich ein Nebulak. Ja, ein Nebulak, beziehungsweise später Gengar, ist ein so göttliches Pokémon. Ich liebe es einfach. Es ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Hallo, komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie besiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Okay. Yeah. Wir wurden geheilt. Schutzband. Okay. Ja, ich will unbedingt einen Gengar später haben. Zombies! Ich weiß, es ist, ja, das ist ein bisschen aller... Ich dachte, hier tauchen die Pokémon ganz normal schon auf, aber... Du brauchst ja auch für die normalen Pokémon hier, die Silphscope. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir unser fünftes Teammitglied bekommen. Und dann später auch unser sechstes, weil das wird noch später sein, wahrscheinlich. Ist ein bisschen traurig. Der Nebulak, beziehungsweise Gengar, ist halt einfach... Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal zurück. Ja gut, müssen wir sowieso, aber... Sofort, wenn wir das Silphscope haben, kommen wir hier zurück und holen uns ein Nebulak. Aber sofort. Leider wird es dann sehr underleveled sein, merke ich, ne? Das ist ein bisschen schade, aber... Naja, was sollen wir machen? Alter. Was ist das? Leute. Also, hier, die Exorzisten sind echt irgendwie, weiß nicht. Das Zeug, was die rauchen, das brauche ich auch. Alter Vater. Naja. Level 28 fürs Medbo. Kriegst du nicht Windstoß? Ja, Windstoß. Machen wir, glaube ich, auch anstatt Tackle. So Giftpuder und Schlafpuder würde ich ganz gerne halt noch behalten. Deswegen halt einfach Tackle. Und Windstoß ist halt, ja, ist auf jeden Fall praktischer. Das war knapp. Ja, nee, nicht wirklich. Eigentlich. So. So, hier ist noch eine Trainerin. Nein! Ach man, ich will einen Nebulak. Warum kann ich die Geister noch nicht identifizieren? Mann. Aus Silphscope kriegen wir, richtig spät, oder nicht? Gib mir deine Seele.
Das kriegen wir erst in Saffronia City. Das dauert halt noch, bis wir da hinkommen. Aber sie hatten ein Polo. Lol. Mit 23? Das macht keinen Sinn. Nebula entwickelt sich doch erst mit Level 25. Warum hast du schon ein Polo? Obwohl, stimmt, es können sehr auch normale Alpolos einfach so auftauchen. Alles klar, tschüss Alpolo. War schön, dich gekannt zu haben. Dich kennenzulernen. Es hat sich gerade selber besiegt. Alles klar, das ist gut. Das ist sehr gut. Puh. Ihr seid mir komische Leute hier, ne? Okay, hier gibt's nochmal ein paar mehr Trainer. Und da unten kommen wir halt noch nicht weiter. X-Treffer. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Ja, da unten versperrt uns ein Geist den Weg. Aber diesen Geist können wir halt auch noch nicht identifizieren, dadurch, dass wir noch kein Silpscope haben. Und das kriegen wir halt, wie gesagt, soweit ich weiß, erst in Saffronia City. Das ist ein bisschen schade. Ich brauche Blut. Alles klar. Obwohl, wir kriegen doch... Nebulak. Okay. In Fuxania? Ist das Fuxania? Ich glaube, das ist Fuxania City. In Fuxania City, da ist ja auch die... Prismania City ist die Spielhalle. Ja, in Prismania City, da ist auch der Pflanzenorden. Und ich glaube, da kriegen wir auch den heißen Tee, der von den Wachmännern benötigt wird, damit wir nach Saffronia gelangen. Dann können wir uns da schnell den Tee snacken. Dann nach Saffronia und uns den Sith Scope holen. Oder? Ich muss nochmal gucken, wo wir den Sith Scope herbekommen, ey. Es ist doch in der Sylph-Co, oder nicht? In dem Gebäude von denen. Ach man, wo bin ich? Du bist in einem... Ja, so gesehen auf einem Friedhof. Würde ich sagen. Leute, lasst euch mal andere Sprüche einfallen. Langsam erschreckt mich das nicht mehr. schade. Schade, ich dachte gerade, okay, cool, wir können dann dahin und dann schnell uns... den Silph-Scope holen. Silph-Scope. Oder wo kriegen wir das nochmal her? Ich muss nachgucken, Leute. Ich muss das später nachgucken. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das schnell zu holen, damit wir Nebulak noch schnell bekommen. Ist unser Team halt so überlevelt, ne? Das wäre halt ein bisschen unlucky. Das Nebulak so komplett hinten. Das wäre echt doof. Oh, kurz vor dem Trainer. So ein Pokémon. Wie ihr seht, die sind Level 17 und so. Und es ist halt im Gegensatz zu unserem jetzigen Team halt echt... echt underleveled. Buhuhu. Und deswegen müssen wir halt unbedingt so schnell wie möglich ein Nebulak bekommen. Und halt den EP-Teiler, sag ich mal, holen. Damit wir halt... ja... dann leichter Nebulak trainieren können. Würde ich sagen. Weil so ist es halt echt... naja, ne? Wird halt schwer, vor allem weil es ein Geist-Pokémon ist. Irgendwas hat mich verlassen. Ja. Was hatte ich denn für Attacken? Ich merke gerade auch nicht so... ja. Die Finsterfaust ist eine Unlicht-Attacke, ne? Ich kann ja schon mal die Attacken für Nebulak sagen. Und zwar Finsterfaust, Hypnose, Traumfresser und Spukball. Ist eine ganz gute Kombi, würde ich sagen. Mit Hypnose und Traumfresser ist halt übel GG. Spukball ist eine schöne, starke Attacke. Und Finsterfaust auch. Aber Finsterfaust ist, soweit ich weiß, Unlicht. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Der Rest ist ja Geist und Traumfresser Psycho, soweit ich weiß. Aber der Rest ist Unlicht. Finsterfaust ist Unlicht. Verschwinde, Eindringling! Ja, deswegen wird's halt... aber Finsterfaust kommt halt erst relativ spät. Deswegen wird's halt schwer, das... ja. Zu trainieren. Hier ist der Geist, Leute. Level 30. Und wir kommen hier nicht durch. Das ist das Problem. Aber... dann müssen wir erstmal anderweitig, ja, gehen, einen anderen Weg gehen. Schade. So, ich würde eigentlich ganz gern schnell nachgucken, wo wir die Silph-Scope herbekommen. Aber, nee, ich kann ja auch jetzt hier draußen gleich nochmal ein bisschen trainieren, weil wir jetzt weiter nach links gehen werden. Denn links kommen wir eigentlich nach Saffronia City, aber den Untergrund müssen wir lang gehen. Und
Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Ja. Nebulak. Dachte ich mir, Pipi. Ja, wir müssen den Untergrund lang gehen, weil wir oben noch nicht langkommen. Und das heißt, wir gehen nach Prismania City. Und in Prismania City werden wir uns eine längere Zeit aufhalten. Obwohl, kriegen wir? Moment. Kann es nicht sein, dass wir den Silph Scope in Prismania City in dem Untergrundversteck bekommen? Von Team Rocket? Weil da ist ein Untergrundgesteck. Versteck von denen. Und. Da könnten. Nee, kriegen wir nicht da. Nein, ich guck gleich nach dem Part. Ja, auf jeden Fall werden wir da uns eine lange Zeit aufhalten. Alleine, weil ich halt. Gut, ihr werdet euch nicht eine lange Zeit da aufhalten, vielleicht. Aber ich. Weil ich da ja die Münzen erspielen muss. Um. Ja, Eisstrahl zu holen. Das wird echt, echt anstrengend. Das ist auch. Ich bin bloß eingeschlafen. Aber es kriegt trotzdem Damage durch Gift und so. Das ist ganz schön. Ach Mensch. Alter. Dreimal, okay. Komm, Smetbo, wach auf. Mach jetzt einen Windstoß. Ja. Smetbo. Schön. Nice. Sehr gut. Das macht sogar mehr Damage als Konfusion, ne? Ach Mensch. Ja, jetzt dürfte Pipi auch besiegt sein. Es kommt jetzt ein Windstoß und dann, wenn es das überleben sollte, was ich jetzt nicht glaube, weil der Damage eben echt gut war, hätte sonst das Gift besiegt. Schön. Hör auf! Sei nicht so gemein zu meinem Pipi. Hey, du hast es in den Kampf geschickt. Nicht meine Schuld. Hallo. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Solltest du vielleicht nach Prismania City gehen? Fukano. Das könnte ein wenig gefährlich werden. Okay, Moment. Wir machen mal Schlafpuder, komm. Schön. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Könnten jetzt halt wechseln erstmal. Aber wir versuchen es mal mit Smetbo. Vielleicht kann Smetbo ja was reißen gegen Fukano. Aber wenn Glut kommt oder so, dann ist es halt echt... Aua. Deswegen. Hoffen wir einfach mal, dass es gleich noch eine Runde schläft. Und kein Glut kommt. Oder vielleicht kommt ja auch Brille. Kann ja auch sein. Okay, schön. Oh, nice. Sehr gut. Smetbo, sehr, sehr schön. Sehr schön. Das war Glück. Das war schön lucky. Noch ein Vulpix. Okay, wir wechseln vorsichtshalber lieber auf Toboga, komm. Toboga braucht ja auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und ich glaube, gegen einen Vulpix kann Toboga schon was ausrichten. Einfach Aeroas. Eieieie. Das? Ja doch. Aber Konfuschrei. Mann, warum? Warum musst du Konfuschrei können? Warum musst du es einsetzen? Okay, ja, aber sonst macht das Vulpix kein Damage irgendwie. Komm. Na, Toboga, du enttäuscht mich. Ja, nicht mehr verwirrt. Schön. Rockzucki macht hoffentlich genug Damage. Ja. Sehr gut, Toboga. 324 Erfahrungspunkte. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber naja. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Ja, dann solltest du weiterspielen. Oder auch nicht. Und. Bist du ein Trainer? Ja, er ist ein Trainer, lol. Und zu gewinnen, wenn du dies so eine gute Strategie. Er hat wahrscheinlich Elektro-Pokémon, ne? Oder? Ne, ein Streber ist das. Oh. Aber ein Slimer. Schön. Smetbo's Konfusion dürfte da reinböllern. Was? Okay, das ist nicht besiegt. Wird das wundert mich gerade ein bisschen. Aber okay. Akzeptiere ich. Smetbo ist halt noch nicht so krass strong. Aber okay. Bam. Yes. Schön, 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 schön. Smetbo erreicht auch gleich Safe Level 30. Nach Slymog auf jeden Fall. Na, wie viel Damage ist? Wow. Okay, das ist wenig. Das ist wenig. Alter.
Aber ja, die Konfusion und danach noch eine und das Slimog dürfte auf jeden Fall besiegt sein. Härtner, wow. Gegen Konfusion. Weißt du, Härtner, die Verteidigung steigt. Und Konfusion macht Spezial. Angriff. Oder geht vom Spezialangriff aus. Das bringt dir nichts, Slimog. Das bringt dir einfach nichts. Aber gut, Smetbull Level 30. Schöne, schöne Sache. Und jetzt kommt noch ein Slimer. Ja, komm, lassen wir Smetbull noch drin. Warum auch nicht? Ist ja schön effektiv. Wir hätten auch Torboga einsetzen können. Theoretisch. Um da halt noch ein paar Erfahrungspunkte zu snacken, aber... egal. Alter. Gut, dass er nicht noch einen Slimog hat. Weil sonst wäre unser Smetbull ein bisschen am Arsch gewesen. Aber schön. So, ich habe verloren. Das ist logisch. Ja, das ist nicht logisch. Doch. So. Tauboga. Zeit für dein Level 30. Wir haben einen Porenta noch dabei. Das heißt, wir werden uns hier kurz ein paar Pokémon suchen, um die zu fangen. Wir wollen ja unseren Pokédex ein bisschen vervollständigen. Zumindest. Ein Mauzi. Hallo Mauzi. So, Aeroas könnte es sogar killen, beziehungsweise besiegen. Deswegen lasse ich es lieber. Okzuki hat auch gut Damage gemacht, ey. So, und Beutel. Pokéball. Erweitere unseren Pokédex, Mauzi. Bitte, bitte, bitte. Hä? Yes. Schön. Sehr, sehr schön. Mauzi. Katze. Dieses Pokémon bewundert runde Objekte. Es sucht nachts auf den Straßen nach verlorenen Münzen. Ah. Okay. Ein Taubsi, das haben wir schon. Das brauchen wir nicht. Aber ich glaube, gibt es hier nicht Vulkanos oder so? Ich glaube, es gibt hier Vulkanos, oder? Ich bin der Meinung, ja. Ich würde mich aber auch irren. Ein Sandan, haben wir auch schon. Haben wir auch schon. Ich kann auch mal sonst nachgucken, immer welche Pokémon es auf den Routen gibt, damit ich gucken kann, jo, welches haben wir schon, jo, welches haben wir noch nicht. Aber nö. So, immer noch zwei Encounter, also den hier und noch einen. Und dann gucken wir weiter. Mal schauen, ob wir jetzt noch ein Pokémon bekommen, was wir noch nicht haben. Mauzi. Okay, nein, haben wir nicht. Also, wir haben keins bekommen, was wir noch nicht haben. So. Gut, ich werde halt auch nicht so viel Zeit hier investieren in den Part. Oder während des Parts. Deswegen. Hey. Oh. Nora, die Kraft der Zwillinge ist fantastisch. Wusstest du das? Achso, Nora sagt das. Ups. Ach, ist das ein Doppelkampf, oder? Ja! Es gibt auch Doppelkämpfe! Krass! Wusste ich gar nicht. Ja, machen wir das mal auf Pipi und Doppelkick auf Pummelhof. Okay, alles auf Pipi. Alles klar. Okay, dann kommt gleich... Na, aber der Doppelkick kommt noch durch, oder? Ja, gut. Ich wollte schon sagen, ey. Eieiei. Aber dann kommt Aeroas jetzt halt auf Pummelhof, weil Pipi ist nicht mehr da. Schön. Ah, schade, fast. Fast besiegt. Ruckzucki und Doppelkick, komm. Ruckzucki ist eh schneller und besiegt das Pummelhof jetzt. Genau. Die Erfahrungspunkte sind echt mickrig, sag ich mal. Aber wir nutzen unsere Zwillingskraft. Ja, das ist nicht stark genug. Oh, lol. Die Schule macht, die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ja. Bitte hab wieder ein Smogon, okay? Ja, doch, da dürfte auf jeden Fall Torboga gut gegen ankommen, schätze ich mal. Nö? Nö? Oh, lol. Ich hab ein bisschen mehr Damage erwartet. Schlammbart böllert auch rein, merke ich gerade. Smog. Aber wir setzen vorsichtshalber einen Supertrank ein. Nicht, dass gleich nochmal... Supertrank ist weiter oben. Ich muss in sein Inventar mal sortieren. Supertrank. Also zumindest ein bisschen sortieren. Smog, okay. Ich dachte gerade, vielleicht kommt nochmal eine Matschbombe oder ein Schlammbad? Matschbombe war das, ne? Oder was war das? Ich weiß nicht, Mann. Und dann wäre Torboga vielleicht hin gewesen. Und das wäre nicht gut gewesen, nee. Nee, nee.
Das wäre nicht so schön. Smog dauert immer, also die Animation von Smog dauert halt immer so ewig, ne? Aber okay. Otto wurde besiegt. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Ja, solltest du. Das solltest du. Ich muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Es muss ziemlich blöd aussehen. Ja, es geht. Hat Style. So, einer nach links, einer rechts, einer links, einer rechts. Ich muss diesen. Noch nicht. Doch. Alter. Uiuiui. Ja. Okay. Das war's. Ja. Uiuiui. Ui. Das war. Das kam überraschend. Also, so, auf einmal. Auf einmal kommt dieses Gefühl, okay, du musst niesen. So ganz, ganz komplett plötzlich. So, sonst ahnt es sich ja immer so ein bisschen an, so, bahnt, ne? Ihr wisst Bescheid. Und so, kommt das so langsam. Irgendwann musst du dann niesen, aber jetzt auf einmal so ganz plötzlich, jo, ich muss gleich niesen, wow. Oh, der Part ist schon wieder vorbei. Leute, ich muss mehr auf die Zeit achten. Verdammt. Okay, ich dachte gerade, Schaufler geht daneben. Wegen Doppel-Team, aber zum Glück hat's getroffen. So, 33 Erfahrungspunkte. Radfratz. Ja, komm, lassen wir Nidoking drin. Und die hat 5 Pokémon, also. Jo. Das war schöner Damage, eigentlich. War zwar ein Volltreffer natürlich, aber trotzdem 13 Damage? Obwohl, ist eigentlich gar nicht mal so krass. Jetzt, wo ich mir das recht überlege. Nidoran, männlich. Alles klar. Smetbo, komm. Kriegst du hin. Hast zwar wenig KP, aber Konfusion dürfte das Nidoran männlich trotzdem einfach in den Boden stampfen. Yeah. Ja, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Smetbo. Hast du super gemacht. Und als letztes noch ein Mauzi. Alles klar, ach komm, Tauboga. Du brauchst ein bisschen Erfahrungspunkte. Du musst noch dein Level 30 kriegen. Dürfte aber bald, glaube ich, erreicht sein, auf jeden Fall. Außerdem wird Tauboga in der nächsten Arena noch trainiert. Da kriegt es nochmal richtig schön. Schönes Training, schön Level-Ups. Schau, was du getan hast. Jo, was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Gut, Leute, zwischen diesen Trainern. Wir warten auf den Weg auf andere Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.